Hallo, hier ist Michael Albers mit einem neuen Bootstrap-Tutorial zum Thema Modal. Modals, das sind so Fenster, die über der Seite liegen. Das ist hier ein Modal. Auf der Bootstrap-Seite selber hol dir bootstrap.de unter JavaScript. Finden wir hier das Thema Modal. Und das ist eigentlich sehr schön erklärt. An sich kommt man hiermit zurecht. Hier hat man auch ein Beispiel, was man sich komplett hier rauskopieren kann. Das ist dieses Beispiel hier. Hier sieht man das Modal. Das Modal wird in drei Bereiche aufgeteilt. In den Header-Bereich, den Body-Bereich und den Footer-Bereich. Schauen wir uns das mal eben an, wie das aufgebaut ist. Das gesamte Modal wird von diesen drei Diffs umschlossen. Modal Fade, Modal Dialog und der Klasse Modal Content. Das sind die drei schließenden Tags. Und dann haben wir hier die drei Bereiche. Den Modal Header, den Modal Body und den Modal Footer. In dem Header haben wir unter anderem, also neben der Überschrift, hier noch den Schließen-Button. Also dieses kleine X hier. Das wird auf die Art und Weise gemacht. Und hier sieht man auch die Methode, wie so ein Modal geschlossen wird. Data Dismiss Modal. Hier unten der Schließen-Button ruft auch diese Methode auf. Und hier ist der Body. Wenn man jetzt in dem Body einen ultralangen Text hat, dann wird er so schön gescrollt. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel. Da sieht man das, wie das hier schön so gescrollt wird. Kann man mit der Maustaste machen oder hier mit dem Scrollbalken. Man kann auch außerhalb des Modals klicken, um das zu schließen. Auch das geht. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, Modals aufzurufen. Und zwar einmal hier über Data-Toggle oder über JavaScript. Ich habe auch eine Seite, und da habe ich auch was zum Thema Modal. Meine Seite heißt www.pastapixel.de. Wenn ihr da auf Tutorial klickt, dann hier auf Webdesign und dann hier auf Bootstrap und dann hier auf Modal, dann kommt ihr auf meine Seite mit dem Beispiel. Da könnt ihr hier oben auf Top klicken, dann geht die Seite im gesamten Fenster auf, im gesamten, die ist nämlich im Frameset eingebunden. So. Und hier habe ich jetzt auch ein paar Methoden, ein paar unterschiedliche Methoden, wie man so ein Modal aufruft. Zum Beispiel hier über einen Link mit der Methode DataToggle wieder. Und hier verweise ich mit aref auf die ID meines Modals. Ich habe hier in dem oberen Div-Tag, in dem umschließenden Div-Tag eine ID vergeben, mein Modal. Und auf die Art und Weise verweise ich darauf. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann auch mit Data Target darauf verweisen. Das geht auch. Ich habe hier mal so ein Beispiel vorbereitet. Dieses hier. Da habe ich einfach mal so ein paar verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie man ein Modal aufruft. Hier ist mein Modal definiert, habe ich direkt hinter dem Body-Tag gemacht. Oben sollte man auch machen, nicht irgendwie am Ende der Seite, sondern vorher. So, und hier ist jetzt das gleiche Beispiel wie bei mir auf der Seite, mit aref mein Modal. Nächste Beispiel, Button-Type, Button und hier auch wieder Data-Toggle-Modal. Und hier verweise ich mit Data-Target auf die ID. So. Hier ist wieder ein Link, wo ich auch mit Data Toggle Modal das aufrufe, mit Data Target auf mein Modal verweise. Und hier habe ich einfach eine Seite hinter das aref geschrieben. Ja, referenziere ich eine Seite im Netz. Und auf die Art und Weise kann man in das Modal eine Seite reinladen. Ja, dann wird
dann wird alles, was im Modal-Dialog liegt, also quasi das gesamte Modal, wird durch die Seite ersetzt. Kann euch das ja mal zeigen. Nee, warte mal, das muss ich mal eben neu laden. Ne, das ist jetzt die Seite, die da reingeladen wird. Wenn ich jetzt hier außerhalb klicke, geht das wieder zu. Wenn ich einmal so auf das Modal verweise und einmal so und einmal mit einer geladenen Seite und einmal mit dem normalen Modal, dann sollte ich mir verschiedene Modals machen, ne, und nicht immer auf das gleiche, auch mit unterschiedlichen Methoden oder Optionen darauf verweisen. Ich habe das jetzt hier in dem Beispiel so gemacht, weil es einfacher ist, ne? Ich verweise immer auf das gleiche Modul mit verschiedenen Optionen. Da muss ich aber jedes Mal die Seite neu laden. So, ne? Also man kann so eine, auf so eine Seite verweisen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, so einen Verweis zu machen. Den zeige ich euch gleich. So, was haben wir hier? Das nächste. Ach so, großes Modal. Ja, man kann ein kleines und ein großes Modal machen. Auch das steht hier schön auf der Bootstrap-Seite, kleines und großes Modal. Und zwar muss man in der Klasse Modal-Dialog, muss man eine Klasse Modal-LG oder Modal-SM hinzufügen. Gucken wir uns das mal an. Das ist der zweite Tag, Modal-Dialog. Da habe ich hier Modal-LG angegeben. Ich mache jetzt hier mal Modal-SM. Oder man lässt es, dann ist es mittelgroß, ne? Das kann man auch machen. Jetzt habe ich Modal-SM gemacht, ne? Für klein. So, Seite mal neu laden. Ne, und jetzt hat man hier das kleine Modal. So, ich mache das mal wieder ganz weg. So, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, auf ein Modal aufzurufen, und zwar über JavaScript. Auch das steht hier auf der Seite oder auch auf meiner Seite. Und zwar auf folgende Art und Weise. Hier verweise ich auf die ID oder auf die Klasse oder wie auch immer. Und dann rufe ich die Funktion Modal auf, die Methode. Und dann kann man die Optionen reinschreiben. Da steht natürlich jetzt nicht das Wort Optionen drin, sondern muss man wissen, was es für Optionen gibt. Auch die stehen auf der Bootstrap-Seite. Hier habe ich auch die Optionen aufgeführt oder ein paar der Optionen. Zum Beispiel Backdrop mit dem Wert True oder False. Wenn ich Backdrop mit False aufrufe, habe ich keinen Hintergrund, ne? Wird der Hintergrund ausgeblendet. Und so kann man das dann machen, ne? So kann man dann die Option zuweisen. Eine andere Option ist übrigens Remote und dann der Pfad. Auf die Art und Weise kann ich eine Seite in das Modal laden. So wie wir das eben auf andere Art und Weise gemacht haben. Eben habe ich ja das in den Link gemacht, ne? Und hier wird das mit dieser Option gemacht. Dieses JavaScript kann ich natürlich auch direkt hier so im Link machen. So wie man es jetzt hier sieht, Ahrefs, JavaScript oder Gatterzeichen. Und dann hier die Methode, ne? Modal und dann hier die Option. Gut, auch das habe ich hier auf meiner Seite gemacht.
Und hier habe ich die Option reingeschrieben, Backdrop Files, könnte auch eine andere Option sein. Können wir uns auch mal eben anschauen und damit ist das Thema dann auch gegessen. So, ich lade das nochmal neu. Ich glaube, das war das hier, ne? Na, und jetzt sieht man, jetzt ist kein Hintergrund da. Gut, das soll es gewesen sein. Viel Spaß damit. Tschüss, macht's gut. Euer Michael Albers von www.pastorpixel.de. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr das ja mal als positiv bewerten. Oder meine anderen Videotutorials besuchen. Tschüss.